Hier sind drei Stolpersteine, hier ist einer, hier sind glaube ich zwei. Wir fahren jetzt gleich los zum Reinigen der Stolpersteine. Wir sind hier in Bremen-Gröpelingen an der Mentorschule und ich mache mit meiner siebten Klasse das Projekt in drei Teams aufgeteilt. Ein Longboard-Team ist mit den Longboards unterwegs, mit Björn, und ein Fahrradteam, mit dem ich gleich losfahre, und ein Zu-Fuß-Team, mit dem Martina unterwegs ist, um die Stolpersteine hier aufzusuchen, die Biografien zu lesen und die Steine zu reinigen. Hallo, wir sind hier mitten in Bremen, in Haßstedt beim Schusterbornplatz, und links neben mir steht Manu, und wir würden gerne wissen, was für eine Aktion ihr hier plant, was hier alles läuft. Kindergespiel im Hintergrund, was macht ihr hier? Das ist eine Umwelt AG und wir wollen hier einen interkulturellen Kräutergarten anlegen. Also hier mit den zwei Hochbeeten im Hintergrund ist der kleine Anfang gemacht, und dann wollen wir noch einen Kartoffelsack aufstellen, eine Wildblumenwiese anlegen, Nistkästen für Vögel bauen und Insektenhotels bauen. Du selbst bist auf die Idee gekommen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Wie kam dir die Idee, sowas hier zu machen? Ich wohne in der Nachbarschaft und 4 Jahre lang habe ich den Platz nur leer und kahl gesehen, und da habe ich gedacht, da müsste was passieren. Und die Kinder vom Übergangswohnheim, die haben keinen Platz zum Spielen und die langweilen sich. Und da habe ich gedacht, kann man das irgendwie verbinden und jetzt so ein Urban Gardening Projekt machen. Und das ist der Anfang. Was ist das Besondere am orientalischen Tanz, gerade für uns Westeuropäer, das Schöne? Ja, für uns Westeuropäerinnen und auch für die Orientalinnen ist es gerade das Weibliche, der weibliche Schwerpunkt, das Frausein, das Selbstwertgefühl, das Selbstbewusstsein als Frau. Die Sinnlichkeit wird erlebt, gemeinsam geteilt. Viel Lebensfreude in dem Tanz, und er kommt halt aus der Mitte, aus dem Kern unseres Körpers, unserer Seele, und spricht eine Sprache, die, zum Beispiel gibt es keine Sprachbarrieren dadurch, und freut sich gegenseitig an der Schönheit der anderen.